und aua, aua, aua. Drehen sie aber nicht nur bestimmt zurück, um mich wieder aufzuladen, nein. Oh, nö. Ja, Funke, los. Mach so platt. Zumindest die beiden Roten. Nein, dann hätten wir die Roten. Vor mich lag. Ja, toll. Die halten ganz schön was aus. Okay, neue Musik. Da laufen auch Gegner um. Ach, da ist doch der Typ. Mit Leana. Geil. Leana. Ihr seid weit vorgedrungen. Du. Warum hast du Leana mitgenommen? Sie hat dir doch nichts getan. Ich sollte die Fähigkeit der Menschen auf die Probe stellen. Und hatte die tolle Idee, deine Schwester zu entführen, um dich aus der Reserve zu locken. Das wird dich teuer zu stehen kommen. Dann wollen wir mal sehen, was die Menschlein so drauf habt. Ja, was die Menschen so drauf haben, mein Freund. Ich weiß zufälligerweise, dass du anfällig gegen Blitz bist. Oder gegen Donner, genau. Deswegen bist du ein kleiner Loser für mich. Weil Donner dir ordentlich zu schaffen macht. Schlafdorn. Oh nö. Er schafft's auch noch, mich einzuschläfern, ja? Oh Mann. Ja, ich weiß, Kevin kann auch Schock, aber ich lasse das bitte. Oh nein. Berserker ist unfair. Ach, ich will nicht, dass sie stirbt. Dann kriegt ihr jetzt einen Krafttrank. Mach doch endlich wieder auf, du blöde Kuh. Nein, Tia ist tot. Aber ihr habt bestimmt auch gesehen, dass die Zornpunkte komplett runtergehen. Ja, da Tia tot ist, sind auch ihre Zornpunkte komplett runter. Naja, kriegt sie von mir jetzt halt eben einen Heilsirup, dann steht sie wieder. Fumi ist auch tot, na toll. Heilsirup, voll. Ja, halt ein Heilsirup macht die MP und die KP wieder voll. Dann nehme ich die Zornpunkte. Also die ZP. So, sehr gut. Ihr seid stärker, als ich erwartet hatte. Aber überschätzt euch nicht. Die Zeit wird kommen. Was faselst du da? Die Höllenfürsten werden herrschen. Bald. Was meinst du damit? Das braucht ihr nicht zu wissen. Ihr werdet sowieso nicht so weit kommen. Oh Gott. Er hat die Tür zugemacht. Ey! Die Tür ist verschlossen. Hahaha, ihr könnt nicht entkommen. Wir haben ihn getötet und er will uns jetzt hier einschlossen lassen, oder was? Will er uns mit dem Turm begraben? Versuchen wir die Tür zu öffnen. Guy, geh zu Leana. Okay.
Okay. Leana, ich wusste, dass du kommen würdest. Keine Angst, wir bringen dich hier raus. Ja, jetzt geht die Tür nicht auf. Die Tür ist durch einen Zauber verschlossen worden. Das sieht nicht gut aus. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Die Tür ist offen. Schnell, beeilt euch. Ich kenne dich aus der Höhle. Wir haben keine Zeit, uns zu unterhalten. Ich fahre uns alle nach Tandel. Das wäre mal wieder geschafft. Kevin, hey, wer ist diese Frau? Sie sagte einmal, das sei meine Bestimmung, dass meine Bestimmung sei, zu reisen und zu kämpfen. Komische Frau, aber sie hat uns gerettet. Ich sollte mich bei ihr bedanken. Nur wo ist sie? Jetzt ist sie weg. Wer, wie, was ist sie? Na egal, lasst uns jetzt erstmal heimkehren. Leana hat ein paar Schrammen abbekommen. Du hast recht. Leana. Endlich eingeschlafen. Wie geht es, Leana? Naja, eine Weile ist sie noch außer Gefecht. Aber es ist nicht so schlimm, wie wir dachten. Kevin, wer war diese Frau im Turm? Du hast sie gekannt. Diese Frau? Sie sagte mir, dass meine Bestimmung sei, zu kämpfen. Es scheint eine ganz besondere Frau zu sein. Sie hilft uns. Sie weiß, man. Warte kurz. Ich muss euch wieder sammeln. Sie hilft uns. Sie weiß, wie man den Zauberkram an der Tür los wird. Respekt, wer sich bis zur Spitze des Teufelturms durchschlägt, muss ein wahrer Krieger sein. Volltreffer! Na, Kevin, was machst du jetzt? Ich bekam Wind von etwas, das mir überhaupt nicht passt. Du meinst die Wesen aus der Hölle, die die Welt beherrschen wollen? Genau. Wenn es sie jetzt wirklich gibt, werden sich unsere Wege kreuzen. Und danach? Wenn diese Welt ihr Ziel ist, muss ich sie wohl zerstören, oder? Wir reden nicht hier über Teufelwesen, nicht über irgendwelche Tagetiere. Auge um Auge werde ich gewinnen. Und du, Guy? Wie steht es mit dir? Aber hallo, ich werde mich niemals unterwerfen, nie im Leben. Ich bin bereit, Kevin. Na, das hören meine Ohren doch gern. Wir müssen uns aber etwas beeilen. Jetzt schon? Na, ich könnte... Also gut. Okay, wer ist das? Sag Ehrlichkeit, willst du dabei sein? Jessie! Sie ist so wunderschön. Wer ist sie, Guy? Jessie ist... Ach, meine... Weißt du, hast du Sprachstörungen? Hi, ich bin Jessie, Guys Freundin. Hey, toll, freut mich, dich kennenzulernen. Mal ganz meinerseits. Guys Freundin? Was? Was meinst du damit? Warum soll ich keine Freundin haben? Hey, so habe ich das doch gar nicht gemeint. Jessie, wie hast du das gemeint, als du sagtest, ob ich gehen wolle? Du möchtest doch gehen, oder? Stand dir ins Gesicht geschrieben. Nun, ich... Aber du musst nicht wegen der Anna hier bleiben. Ich werde mich um sie kümmern. Ich hätte ein besseres Gefühl, wenn du bei ihr wärst. Aber du und ich... Ich werde dich schrecklich vermissen, doch du musst das tun, was du für richtig hältst, wenn alles vorbei ist. Okay, das zu flüstern. Nein, ich lasse euch das jetzt einfach lesen. Ich vertraue dir. Oh, Jessie. Sie sind sich sehr nah füreinander da. Das ist wahre Liebe. Kevin, was denkst du gerade? Nichts, gar nichts. Nun, ich bin nicht die Frau, die ihr Leben lang wartet. Kevin, ich bin bereit. Lass uns die Kreaturen in die Hölle zurückschicken. So sei es. Doch dieser Unterfang wird kein Kinderspiel. Das mag sein, aber wir sind ja auch keine Windeln. Wir tragen auch keine Windeln mehr. Schon gut, Guy. Wir sollten jetzt nicht mehr länger quatschen und uns auf den Weg machen. Alles klar. Dann nichts wie los. Gut, Guy. Einer für alle und alle für einen. So soll es sein. Guy schließt dich nochmal an. Jetzt bleibt er allerdings fast bis zum Ende. Ja, jetzt gehen wir erstmal raus hier. Tandel, sind wir geheilt worden? Nein, sind wir nicht. Jetzt gehen wir nochmal zurück schlafen. Jessie reden. Wohin gehst du? Zum Turm. Er liegt auf dem Weg nach Tarika. Was? Das stimmt doch gar nicht. Guy lügt seine Freundin an.
ziemlich uncool. Ja. Habt ihr die drei Schatztruhen gesehen, die hinten im Turm waren? Ja, die werde ich jetzt noch holen gehen, aber wisst ihr was? Das mache ich jetzt erstmal offscreen, weil ich denke mal, das interessiert euch nicht, wie ich da hingehe. Okay, ich mach's doch für euch, damit dass ihr wisst, wie ich da hinkomme. Hier, sag mal, wollt ihr mich verarschen? Ja, Fomi, komm, hör auf zu kämpfen. Oh Mann. Falken, ja, alles doof.